Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch das 4-5er Bundle von Pedders. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 4-5er von Pedders, das Ganze am 15. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein Bundle bestehend aus der EP an sich. Dann haben wir noch ein Shirt dabei und ein Poster. So, wir werden als erstes mal die Sachen aus der Folie holen. Natürlich das Shirt. Aber natürlich auch die EP. Das Bundle ist auf 200 Stück limitiert, also wirklich streng limitiert. Und das Ganze gab es auch nur exklusiv bei Distributions. Also keine regulären Verkäufe über Amazon, Mediamarkt und so weiter. Wirklich nur im Online-Shop von Distributions zu kaufen gewesen. Wir starten immer mit der EP. So sieht die aus. Wir haben hier ein schwarzes Jewelcase. Auf dem Cover lesen wir oben die weißen Buchstaben Pedders, also der Interpret. Und darunter haben wir das Cover. Und zwar haben wir hier 4-5er. Also, wir haben hier eine Person oder einen Körper, der sich hier aus 4-5-Euro-Scheinen so zusammensetzt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Titel EP 4-5er, weil es die Postleitzahl von Pedders ist. Also so ein bisschen Wortspiel, so kennt man den guten Mann, ja. Dann lesen wir hier auch wieder Pedders 4-5er. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 5 Tracks an der Zahl, ein Feature ist mit dabei und zwar Snagger, von dem hat man auch schon länger nichts mehr gehört. Die Produzenten sind auch gleich hier unter den Tracks angeführt, Mix und Master ebenfalls. Und wir haben hier auch eine Nummerierung, wie gesagt, auf 200 Stück war es limitiertes Bundle. Ich habe in diesem Fall die Nummer 49, knapp an der 45 vorbei. Wir schauen mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Das ist auch interessant, also beide Seiten hier ident gestaltet, hier nur das Pedders spiegelverkehrt. Und so sieht das Innenleben aus, also hier haben wir keine großen Credits oder so, sondern es sind hier einfach so Fotos, also eine Fotokollage bestehend aus 12 verschiedenen Bildern. Dann haben wir hier noch die Infos, von wem diese Bilder hier beigesteuert wurden. Und auf der Rückseite nochmal das Cover. Gut, die CD sieht dann auch wieder so aus, also in schwarz mit diesem 4-5er Männchen drauf und rechts dem Pedders Schriftzug. So sieht die CD aus und dahinter auch nochmal. Also relativ schlicht gehalten, das Artwork. Die CD, also die EP in physischer Form, gibt es auch wirklich nur in diesem Bundle. Also die konnte man nicht einzeln erwerben, sondern wirklich nur in Verbindung mit diesem Bundle. Also die EP an sich auch auf 200 Stück limitiert. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Poster im Format A3. Auch wieder hier das bekannte Artwork hier. Pedders Schriftzug, darunter das 4-5er Männchen. Und dann lesen wir hier noch Pedders. Der hat hier mit silbernem Stift unterschrieben. Wunderbar. Einseitig bedrucktes Poster im Hochformat. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir hier ein Shirt. Ein Shirt in schwarz und auch hier auf der Brust wieder das Cover, allerdings in schwarz-weiß, nicht in diesem klassischen 5-Euro Farbton. Pedders Schriftzug darüber, auf der Rückseite nichts weiter, alles hier in schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe M. Und das Ganze ist, wo haben wir es? 100% Baumwolle und, auch wenn ich es jetzt nicht auf Anhieb finde, genau hier steht es, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Es gab das Shirt in verschiedenen Größen. Also man konnte das damals bei der Bundlebestellung auswählen, die Größe. Ich habe mich wieder mal für M entschieden. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir das Poster in der Größe A3, einseitig bedruckt im Hochformat.
Und natürlich die EP an sich, 4/5er im regulären Jewel Case mit insgesamt 5 Tracks und einem Feature. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle 4/5er von Peters. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Peters unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.